Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Darko Krstic und ich unterstütze Fußballspieler in Deutschland, Österreich und der Schweiz im mentalen Bereich. Im heutigen Video haben wir ein Interview und zwar mit dem Lukas Friedikers. Lukas ist 22 Jahre alt, ist Stürmer und spielt in der zweiten Liga Österreich beim FC Dornbirn. Wir haben in dem Interview über sein Leben gesprochen, über seine bisherige Karriere, über seine Ups und über seine Downs. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Ready? Bin ready. Hallo und herzlich willkommen, lieber Lukas, zum Fußball-Mental-Training-Podcast. Servus. Für alle, die den Lukas nicht kennen, ich werde ihn kurz vorstellen. Lukas ist Österreicher mit litauischen Abstammung, kommen wir gleich dazu. Ist am 30.12.97 geboren, also kurz vor seinem 23. Lebensjahr. Ist Stürmer und spielt in der zweiten Liga beim FC Dornbirn. Lukas, du hast eine super interessante sportliche Familie. Ich bin auf deinen Vater gestoßen, auf den Robertas Friedikas. Der ist 53 Jahre alt, hat Fußball gespielt, unter anderem für Litauen, Lokomotiv Moskau und Austria Wien. War 3 Jahre bei der Austria und ist 2-mal Meister geworden. Er hat auch den Spitznamen Carinja gehabt, weil sein Bein kürzer war vom anderen. Und der brasilianische Fußballspieler Carinja hatte ja auch dieses Problem. Wie ist dazu, gekommen? Dass er so genannt wird oder genau. Dass der Fuß so hinig war. Ja, Fuß und der Name. Vielleicht beides in Kombination. Ja, das mit dem Fuß hat zum einen damit zusammengehängt durch Verletzungen, dass es halt zu dem gekommen ist, weil er öfters was mit dem Knie hatte und so weiter. Und das hat sich dann ergeben, dass das eine Bein 2-3 Zentimeter kürzer war wie das andere. Und dadurch halt auch Carinja. Ich meine, ob er jetzt so gespielt hat wie Carinja, das bezweifle ich. Aber ja, er war auf jeden Fall ein guter Spieler, was ich so von ehemaligen Trainern und so gehört habe, die ihn live spielen haben sehen, haben gesagt, dass er ein relativ guter Spieler war. Und deine Mutter war auch nicht so unsportlich, ja? Die war Handballerin, die Ausra Friedikas, ebenfalls 53 Jahre alt, wurde vom IHF, von der Internationalen Handballföderation, zur Welthandballerin des Jahres 1990 gekürt, war 1990 Weltmeisterin mit der Sowjetunion, also Wahnsinn, 1996, 1999 Olympiabronze mit Österreich, also du bist in eine richtig, richtig sportliche Familie reingeboren worden. Lukas, gleich mal eine Frage an dich. Welchen Stellenwert haben deine Eltern für dich im Leben und wie wichtig war ihre Rolle als Fußballeltern? Schwierige Frage. Also zum einen, meine Eltern hatten auf jeden Fall eine große Rolle in meinem Leben, also speziell sportmäßig. Es war eigentlich so, dass, wo ich jünger war, sie mich nie zum Sport gedrängt haben, weil sie beide Profisportler waren und wissen, dass das Geschäft relativ hart ist. Wenn man etwas erreichen will, auch extrem viel investieren muss. Irgendwann war es dann so weit, wo ich um die 10 Jahre alt war, dass ich zu ihnen gesagt habe, ich würde jetzt gern Fußball spielen. Und dann haben meine Eltern mir ein Probetraining bei Admira Wacker gemacht. Und so genau, zu dem kommen wir gleich. Aber so spezifisch, wie wichtig waren deine Eltern? Also sie haben dir den Weg freigemacht. Sie haben gesagt, okay, wir wissen, wie der Probesport ist. Wir wollen, dass unser Kind ein Kind bleibt. Also du hast viel Freiheit bekommen von deinen Eltern. Genau, also wie gesagt, also bis ich 10 war, habe ich nie im Verein gespielt, was relativ spät ist für einen Fußballer. Und dann eben, wie gesagt, war es halt dann so, dass ich dann auch gleich das Glück hatte, dass ich bei der Admira Probetraining machen durfte. Und da auch dadurch, dass das meine Eltern waren, sie mich genommen haben, obwohl ich der Schlechteste war. Allgemein in der Karriere war es so, dass meine Eltern mich extrem unterstützt haben. Speziell, wo ich jünger war, hat mein Vater oft mit mir trainiert. Speziell Schusstraining haben wir viel gemacht, weil er war bekannt für seinen harten Schuss. Und das der Karinschka halt. Der Karinschka halt. Genau, ja. Und meine Mutter war halt immer die mich überall hingefahren hat. Also speziell bevor ich dann in Salzburg war, wo ich noch bei der Admira gespielt habe, immer zu allen Auswärtsspielen, zu allen Trainings.
Aber genauso ist es halt auch hart gewesen, dass sie meine Eltern sind, weil im Endeffekt, das ist sogar jetzt nach wie vor der Fall, wenn ich an ihn lebe, wenn ich jetzt zum Beispiel in eine neue Stadt komme oder zu einem neuen Verein wechsle und für die Zeitung noch kein Interview gegeben habe, dann ist immer die erste Frage, bist du nicht der Sohn von Ausschau, von Robertas? Wie fühlt sich das an und so? Ist halt immer auch etwas nervig, weil im Endeffekt will man ja über sich selbst reden. Und genau das, genau das machen wir auch, Lukas. Ja, ich habe das nur richtig interessant gefunden und war mir auch wichtig, mal zu sehen, wie du den Standpunkt siehst. Aber es ist dein Leben, es ist deine Karriere und wir sind hier, um über den Lukas zu sprechen. Und das machen wir auch. Es war der Start bei der Admira, das hast du schon angesprochen. Du warst dann 19 Jahre alt. Wie ist denn das gewesen bei der Admira damals? Weil damals, als wir Kinder waren, da ging es ja wirklich nur um Fußball. Nicht um Geld, nicht um Karriere, nicht um irgendeinen Stellenwert, sondern wirklich um Fußball spielen. Wie war denn das damals? Kannst du noch irgendwie dich erinnern daran? Ja, ich kann mich sogar sehr gut erinnern. Also es war für mich auf jeden Fall sehr hart. Dadurch, dass ich erst in der U10 angefangen habe. Ich habe halt immer so in der Schule und im Hof gespielt, wo wir gewohnt haben. Mhm. Und die anderen haben halt, oder viele haben schon 2-3 Jahre bei der Admira gespielt oder sind neu dazugekommen, aber haben schon woanders gespielt. Und es war halt so, dass ich eigentlich bis zur U12 nicht mal dreimal gabeln konnte. Wirklich? Und, okay. Wow. Ja, und ich war halt immer dieser Spieler, es war halt Kleinfeldturnier oder so, und ich war halt immer dieser Spieler, der gar nicht gespielt hat in der U12 oder so, die letzten 2 Minuten reinkommen ist. Okay. Und das war halt relativ hart. Das kann ich mir vorstellen, ja. Aber es ging ja dann mit 14 Jahren nach Salzburg, ja, in die Akademie von Red Bull. Und alle unsere österreichischen Zuhörer wissen ja, dass das Red Bull 9 plus Ultra ist in Österreich. Und wenn man da in die Akademie reinkommt, dann muss man schon ein bisschen Fußball spielen können. Und da warst du auch dann 3 Jahre lang. Wie war die Zeit damals? Ich glaube, da ist ein bisschen mehr Druck, oder? Da ist ein bisschen mehr Qualität als bei der Admira. Ja, also ich muss dann sagen, ich habe mich dann in diesen 2 Jahren von der U12 bis zur U14 extrem weiterentwickelt. War da auch in der U12 dann in Salzburg bei so einem Sichtungstraining, wo damals noch der Percy van Lierop war. Der war zuerst Nachwuchstrainer und später Akademieleiter. Und da war es auch so, dass dann die Trainer alle gesagt haben, dass sich das nicht ausgeht. Und ich bin dann nach dem Training im Stadion mit dem Percy. Und er hat irgendwas in mir gesehen und natürlich hat ihn das auch fasziniert mit meinem Background, mit den Eltern. Und ich kann mich da extrem gut daran erinnern. Er hat mir dann so 5 bis 10 Zetteln ausgedruckt mit Übungen, also Tricks, weißt du, Finden und so weiter. Ja, ja. Die ich dann extrem gemacht habe, jahrelang, jeden Tag wirklich vor dem Training, nach dem Training. Und dann war es halt auch so weit, dass ich dann mit 14 wirklich nach Salzburg bin. Und dann hat sich das natürlich alles verändert. Ich meine, zum einen bin ich weg von zu Hause und zum anderen war es halt auch, wie du sagst, es war ein hoher oder ein größerer Druck zumindest. Ich habe ja selber auch gewusst oder das auch ein bisschen einschätzen können, dass Salzburg in Österreich einer der Top-Vereine ist, wenn nicht sogar der Top-Verein, vor allem in der Ausbildung. Und ja, es hat sich dann relativ viel verändert. Ja, du bist ja mit 17 Jahren zum USK Anif gekommen und zur neuen Saison hast du dich dem SV Sierkirchen angeschlossen und da ist einmal so richtig losgegangen. Dass du in der Hinrunde in der Regionalliga West in 17 Spielen, liebe Zuhörer, in 17 Spielen 15 Tore geschossen und das mit 17, 18 Jahren. Also dafür mal auf jeden Fall Chapeau und allergrößten Respekt. Das ist nicht so leicht, wie man sich das vorstellen mag. Im Leben geht es um Emotionen. Also es gibt einen Zweckwert und einen Endwert. Zweckwert ist immer das, um den Endwert zu bekommen, aber im Endeffekt ging es immer um die Emotion. Was hast du für Emotionen mit 17, 18 gefühlt, wie es so nach oben gegangen ist? Es ist schwer zu erklären. Es war auf jeden Fall auch so eine Art Gefühl dabei, so Genugtuung. Weil das Jahr davor war ich bei Anif, da war ich von Liefering ausgeliehen, also ich habe eigentlich noch Salzburg gehört. Und es war dann war es so, dass der Vertrag ausgelaufen ist und ich hatte keinen Verein.
und da war ich 17, 18, ich hatte so eine Situation nie gehabt. Ich war dann in Wiener Neustadt auf dem Probetraining. Die waren eigentlich sehr angetan von mir, haben aber gesagt, dass sie noch warten müssen, sie müssen noch schauen, was sich ergibt. Es war dann so, dass ich 3 Tage vor Anmeldeschluss in der Regionalliga selber angerufen habe bei Seekirchen, weil ich gesagt habe, ja, ich habe halt gesagt, ich möchte nicht warten und dann eventuell ohne Verein dastehen, weil die Transferzeit in der zweiten Liga oder Bundesliga dauert ja länger. Mhm. Ja, habe dann gefragt, ob die noch einen Spieler brauchen, weil ein Freund von mir auch relativ kurzfristig dorthin gewechselt ist. Dann hat der Sportdirektor gesagt, dass sie an sich interessiert sind, aber sie halt relativ wenig Geld zur Verfügung haben. Am nächsten Tag hat er mich dann angerufen. Ja, ich habe dann für 200 Euro gespielt, habe mich beim AMS angemeldet und hatte einen Monat keine Wohnung, weil die Wohnung davor war von Salzburg bezahlt. Es war eine relativ harte Zeit. Es war halt so, ich hatte meinen fetten Koffer, den ich noch aus Akademiezeiten hatte. Und ich bin dann jeden Tag aufs Training gegangen und habe nicht gewusst, wo ich schlafe. Es war relativ hart. Und vielleicht genau deswegen, wegen dieser Situation, habe ich dann so gut gespielt. Weil ich habe für mich im Kopf auch zu mir selber gesagt, ich muss jetzt gut spielen, weil ich Profi werden will. Es kommt nichts anderes für mich in Frage. Und ich muss gut spielen, dass ich erstens einmal in die zweite Liga kommen und aus dieser Situation raus. Wow, Lukas, das ist eine beeindruckende Geschichte. Ja. Also für so wenig Geld zu spielen, dann mehr oder weniger ohne eine Wohnung dort zu bleiben und dann so eine Leistung zu bringen, ist wow. Ja. Also allergrößten Respekt dafür. Es ging steil nach oben und dann kamen natürlich Angebote. Dann kam wieder Neustadt, die zweite Liga. 4 Spiele, 0 Tore. Kein Spiel von Anfang an. Was ist da passiert? Ja, also auch da war es dann so, ich bin dann zu Neustadt. Das war dann wieder eine komplette Umstellung im Gegensatz zu Seekirchen. Vom Trainingsniveau, auch von der Mentalität von den Spielern. Es war was ganz was anderes. Ich hatte das so noch nie gehabt, weil ich damals bei Liefering nur ein bisschen reingeschnuppert habe, aber nie wirklich bei Liefering war. Es war dann so, dass ich die ersten 4 Spiele reingekommen bin, nach meinem Wechsel. Wir haben die ersten 5 Spiele verloren, kein Tor geschossen, waren relativ schlecht drauf. Der Trainer ist zu mir gekommen, hat zu mir gesagt, dass ich gut trainiere und jetzt meine Chance bekomme am Wochenende. Das wäre gegen FAC gewesen, glaube ich. Ich habe mich genau in dieser Woche verletzt. Wir haben am Anfang nicht ganz gewusst, was es ist. Haben dann noch gewartet 1-2 Wochen, um zu schauen, was da jetzt ist. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass im Knöchel ein Stück vom Knorpel abgebrochen ist und ich operiert werden musste. Und dann war es so, dass ich einfach, da muss ich halt auch zugeben, die Verletzung hat mich extrem rausgebracht. Ich habe nicht gewusst, wie ich damit umgehen soll, mit der Situation auch. Es war dann so, dass wir im Sommer einen neuen Trainer bekommen haben, mit Roman Nelich. Und ich ins Training eingestiegen bin, auch mit etwas Übergewicht. Dadurch, dass ich lange Zeit mich nicht bewegen konnte, habe ich mich ernährt, so wie immer. Aber unter diesen Umständen war das zu viel und er hat dann gesagt zu mir, dass es einfach nicht reicht, also dass ich mir einen Verein suchen soll. Im Endeffekt hat man mich zum SC Bahndorf ausgeliehen. Genau, es kam eine Leihe nach Bahndorf und da lief es auch so lala. Ja. Aber das ist super interessant. Viele Menschen wollen ja diese schlechten Phasen, diesen Schmerz wegdrücken, aber wenn wir beide ins Kino gehen, wir schauen uns einen Film an, dann ist uns das eigentlich scheißegal, dass die Hauptrolle glücklich ist und alles funktioniert. Wir möchten ja wissen, wie ist es für die Hauptrolle, wenn es im Dreck ist, in der Dunkelheit, wenn es nicht funktioniert. Wie macht die Hauptrolle das, damit sie Lösungen bekommt? Wie funktioniert das? Ich will das wissen. Das reizt uns Menschen. Und ich glaube, du hilfst jedem Zuhörer auf jeden Fall mit dieser Story und vielen lieben Dank auf jeden Fall mal dafür. Aber es ging dann im Jänner 2018 wieder mal bergauf, weil du gingst nach Dornbirn. Und da ist es mal so richtig losgegangen. Also da bist du auch jetzt.
Hast zum Beispiel in der letzten Saison in 27 Spielen 13 Tore geschossen, 5 Assists, bedeutet in jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung, hast in jedem Spiel von Anfang an begonnen. Auch diese Saison 10 Spiele, 5 Tore, 1 Assist, auch jedes Spiel von Anfang an. Also jetzt fühlst du dich so richtig wohl in Dornbirn, oder? Genau, ja. Zu all diesen Sachen, die ich jetzt erzählt habe, muss ich natürlich auch dazu sagen, dass ich immer gewusst habe, dass ich das Können habe, um Profi zu werden. Bei mir hat es oft am Kopf gescheitert, dass ich noch unreif war und so weiter. Und oft auch mich mit anderen Spielern verglichen habe, die in der Bundesliga spielen, wo ich mir aber gedacht habe, ich bin besser wie der. Wieso kann er dort spielen und ich nicht? Und dann bin ich nach Dornbirn. Das war ein Verein, der in der Regionalliga West immer vorne dabei war. Das habe ich gewusst. Und ja, wir sind dann nach 1,5 Jahren sind wir aufgestiegen. Da habe ich auch eine super Saison gemacht. Konnte auch das Bundesjahr abschließen. Und letztes Jahr war die erste Saison in der zweiten Liga, wo ich mal gespielt habe. Also nicht so wie damals in Neustadt. Ich habe nichts mehr, das mich jetzt noch belastet, schulmäßig, bundesheermäßig. Ich habe jetzt alles hinter mir. Habe speziell im mentalen Bereich einen großen Schritt nach vorne gemacht. Natürlich hätte ich gleich mal eine coole Frage an dich, Lukas, wenn du schon ansprichst. Was bedeutet für dich Mentalität und wie wichtig ist, mentale Stärke ist immer so ein Ausdruck, der so hingeworfen wird, mentale Stärke ist ein kompletter Schwachsinn. Wie wichtig ist für dich diese mentale Komponente? Ja? Wie wichtig ist das für dich? Also das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich glaube allgemein im Sport, im Spitzensport ist es extrem wichtig, weil es gibt Tage, wo man schlecht drauf ist, es passieren Sachen, die man nicht beeinflussen kann und so weiter. Und genau in solchen Situationen braucht man dann diese mentale Stärke, dass man da drüber steht. Auch da muss ich dazu sagen, nach wie vor ist es jetzt nicht so, dass ich jetzt jemand bin, der, es kann jetzt alles passieren und ich stehe da drüber. Das ist ja nicht der Fall. Aber ich muss sagen, dass ich von Jahr zu Jahr mich da weiterentwickelt habe. Und ich glaube, das ist wichtig als Fußballer oder als Sportler, dass du da vor allem aus deinen Fehlern in jungen Jahren lernst und dann immer einen Schritt nach vorne machst. Und man sagt dir nicht umsonst, dass ein Spieler kurz vor 30 die beste Zeit hat, weil er da diese Erfahrung hat, diese mentale Stärke und körperlich top ist. Ja, vor allem diese Fehler sind wichtig, um zu reifen, um zu entwickeln. Ja, weil Fehler ist im Prinzip Leben. Wenn du keine Fehler machst, dann lebst du nicht. Wenn du keine Fehler machst, dann spielst du nicht Fußball. Wenn es keine Fehler gibt, gibt es keine Tore. Jedes Tor entsteht aufgrund von einem Fehler. Das Dumme ist nur, wenn man die gleichen Fehler nochmal macht. Ja, also jeder Fehler sollte einfach ein Hinweis sein, etwas, wo man sagt, okay, das habe ich daraus gelernt und dann geht es weiter. Und das ist so super, super erkannt. Und natürlich ist man Ende der 20er Jahre in körperlicher Topform, aber natürlich auch hier, ja, weil dann kommen wir in die sogenannte Endphase von der Individuationsphase. Individuationsphase, dann fragen wir uns, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich, was ist das Leben, worum geht es eigentlich? Ja, das so richtig intensive Fragen, wo du gerade reinkommst mit 22, es beginnt übrigens mit 21 und mit Ende 20 kommen dann diese Bergspitze an. Ja? Deswegen ist das kein Zufall. Aber verletzungsmäßig hast du nicht so viele Verletzungen gehabt. Ich habe jetzt da nur zwei finden können. Synthes, Mose, Bandriss, da warst du 44 Tage aus, das waren zwei Spiele, das war jetzt im Sommer. Und ein doppelter Bänderriss. Also du bist eigentlich auch sehr fit im Körper. Und ich bin mir zu 1000% sicher, nicht meine Meinung ist die richtige, sondern meine Meinung ist meine Meinung, dass der Kopf sehr stark mitspielt bei Verletzungen. Wie siehst du das? Also ich denke schon, dass der Kopf eine Rolle spielt bei Verletzungen. Wie sehr das jetzt die Verletzungen beeinflusst, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich kenne das zum Beispiel von mir, jetzt zum Beispiel, wo ich mir das im Sommer das Syndesmoseband gerissen habe. Das war vor dem letzten Spiel gegen Blau-Weiß Linz. War es so, wir hatten ein Training, die Luft war schon seit ein, zwei Wochen in Dornbirn raus. Wir haben natürlich auch viele Spieler, die arbeiten. Wir waren von der Tabellensituation her abgesichert und noch dazu hat es sowieso keinen Absteiger gegeben. Ja, das Training, es war so lala, keiner hat ernst gemacht und so weiter.
Und dann hat es angefangen zum Regnen. Und ich habe mich da auch etwas beeinflussen lassen von den anderen. Die Körperspannung und so hat gefehlt, was vom Kopf ausgeht. Und dann bin ich in einen Zweikampf rein und habe mich verletzt. Also würde ich schon sagen, dass es eine Rolle spielt. Wie groß das jetzt ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber zum Beispiel bei mir, wie das war, hat es dann schon eine große Rolle gespielt. Weil natürlich, ich im Endeffekt natürlich im Kopf nicht da war, in den Zweikampf gehe, mit halber Spannung und so verletzt man sich. Ja, aber aus jeder Verletzung, so wie aus jedem Fehler, lernt man ja was. Und ich bin mir sicher, so auch diese Verletzung oder aus dieser Zeit, was du dich gelernt hast, du wirkst sehr reif, du wirkst sehr intelligent, du wirkst sehr klar, du wirkst sehr bewusst. Und das mit 22 Jahren, also dafür mal auf jeden Fall Hut ab. Aber titelmäßig, lieber Lukas, könnte noch was kommen, oder? Du hast einen Titel in der Regionalliga West, Saison 18-19 mit FC Dornbirn. Was steht denn da auf dem Plan? Was sind so auf der Zielliste? Welche Titel müssen im Trophäenschrank ankommen vom Herrn Friedegast? Ja, also zunächst einmal will ich jetzt schauen, dass ich den nächsten Schritt mache in die Bundesliga oder ins Ausland. Ich stehe da auch kurz davor. Vielleicht ergibt sich was im Winter. Und dann natürlich wäre so ein Ziel, Bundesligameister in Österreich wäre zum Beispiel was Schönes. Würde ich sagen, ein Realist. Aber auch sehr überzeugt von meinen Fähigkeiten. Ich denke, dass da bei mir noch mehr drinnen ist wie die österreichische Bundesliga. Und ja, ich würde sagen, titelmäßig ist immer schwer zu sagen. Das hängt dann natürlich auch ab, bei welchem Verein du spielst und in welchem Land. Aber ich sage, österreichische Bundesliga mal so einen Titel holen, ist ja im Endeffekt der schönste Titel holen. Oder mal vielleicht in Deutschland in der Bundesliga mal die Schale hochheben, wäre auf jeden Fall was Cooles. Ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich weiß, dass du eine jetzt schon beeindruckende Karriere hast, einen sehr interessanten Lebensweg und bin da gespannt, das weiter zu verfolgen und vor allem dich weiter zu verfolgen. Lukas, möchtest du irgendwas unseren Zuhörern noch auf den Weg mitgeben? Irgendeinen letzten Satz, irgendeine Botschaft, die dir am Herzen brennt? Moment, ich höre dich gerade schlecht. Okay, kein Problem. So, jetzt geht's, glaube ich. Also, ich denke, das Bild ist gerade weg. Ich sehe nur iPhone von Lukas. Okay. Ich sehe dich nämlich auch. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's wieder. Super. So, super Foto hast du. Super. Dankeschön. Also, das Einzige, was ich vielleicht sagen wollen würde, ist, man sollte immer an sich glauben. Und wie du sagst, dass es extrem wichtig ist, aus seinen Fehlern zu lernen. Weil ich bin jemand, ich habe in meinem Leben viele Fehler gemacht, auch und neben dem Fußballplatz. Und dass ich jetzt eine gute Chance habe, dass ich in die Bundesliga komme und dann im Endeffekt auf einem Level, wo ich sage, jetzt ist man ein Profi, weil die zweite Liga ist für mich, also meiner Meinung nach so, okay, du spielst Fußball, du verdienst dein Geld, aber du bist für mich noch kein richtiger Profi. Ja. Und man muss aus seinen Fehlern lernen und an sich glauben und dann ist alles möglich. Und deswegen kriege ich jetzt auch meine zweite Chance, wo ich vielleicht die erste nicht genutzt habe. Okay. Lukas, ich sage dir vielen lieben Dank für deine Zeit, danke für deine Energie und vor allem danke, dass es dich gibt. Danke dir auch. Wiedersehen.